SSL-Pulte kennt jeder, der sich mit dem Abmischen von Musik auskennt. Zumindest schon mal vom Sehen her. An einer echten Konsole gesessen, na, das haben wahrscheinlich die wenigsten. Aber das muss man ja heutzutage auch gar nicht mehr. Denn es gibt ja mittlerweile fantastische Nachbildungen als Plugin für jedermann, für jede DAW, egal ob von Waves oder von Plugin Alliance oder von Universal Audio. Alle sehen auf den ersten Blick erstmal gleich und vor allem auch gleich unübersichtlich aus, weil sie ja irgendwie auf diesen Bildschirm draufpassen müssen und nicht wie in der Konsole von oben nach unten einfach angeordnet werden können, damit sie als Kanalzüge nebeneinander in diesem Pult drin sein können. Wenn du magst, kann ich dir gerne mal die einzelnen Sektionen vom SSL-Kanalzug in einem weiteren Video erklären. Wenn dich das interessiert, dann schreib es einfach gerne unten in die Kommentare. Jetzt aber zeige ich dir, wie du den Kompressor in einem SSL-Kanalzug nahezu idiotensicher so einstellen kannst, dass er immer das macht, was er soll. Nämlich komprimieren, aber eben so, dass er auch immer dabei gut klingt und wirklich Betonung auf immer. Dazu gehen wir jetzt mal rüber und schauen uns das Ganze hier mal in der Session an. Siehst du, ich habe hier schon eine Session vorbereitet und da hören wir jetzt einfach mal kurz rein, damit du den Stand der Dinge kurz hören kannst. Ich habe jetzt mal hier das Schlagzeug auf Solo gestellt, denn wir wollen den Trick jetzt gleich mal ausprobieren an Bassdrum und an Snare. Lass dich davon aber überhaupt nicht abhalten, das auf anderen Instrumenten auch auszuprobieren. Lass dich also nicht irritieren. Der Trick funktioniert eigentlich auf allem, wo du ihn anwenden möchtest. Ich zeige es dir jetzt nur am Beispiel von Bassdrum und Snare. Und dazu laden wir jetzt einfach mal hier in unsere Bassdrum. Schalte die mal auf Solo. Laden wir mal den SSL-Kanalzug rein. Und der sieht, wenn er hier aufgeht, tatsächlich, wie ich es gerade schon gesagt habe, erstmal so ein bisschen verwirrend aus. So viele Knöpfe, wie sind die angeordnet? Wie ist die Reihenfolge der einzelnen Sektionen, die man hier so sehen kann. Lass dich davon nicht irritieren. Wir gucken mal auf zwei Sektionen, die heute für uns wichtig sind. Nämlich auf der einen Seite hier oben links Filters. Das sind also Low-Cut und High-Cut. Und auf der rechten Seite, hier steht auch schon Kompress, ist das die Dynamik-Sektion. Normalerweise von der Reihenfolge her ist es beim SSL-Kanalzug so, dass erst der Kompressor kommt, dann die Filtersektion mit Low-Cut und High-Cut und dann der Equalizer. Kann aber mit einem Klick auf den Split-Schalter hier vorne, kann man dafür sorgen, dass Low-Cut und High-Cut von der Reihenfolge her vor dem Kompressor gelagert sind. Das macht auch eigentlich Sinn, denn da kann man dann dafür sorgen, dass Signalanteile, die man vielleicht gar nicht haben möchte oder die auch den Kompressor nicht triggern sollen, dass man die einfach vorher schon mal rausfiltern kann. Bei einer Bassdrum zum Beispiel die super, super tiefen Frequenzen oder bei einer Stimme alles unter 100 Hertz und so weiter und so fort. Zum Thema Low-Cut habe ich ja schon mal ein Video gemacht. Hier machen wir es jetzt einfach mal so, dass ich den Low-Cut für die Bassdrum hier mal so per Hand auf 20 Hertz stelle. Normalerweise mache ich das per Gehör, aber in diesem Fall jetzt mal nur zum Zeigen, so ungefähr auf 20 Hertz, also alles unter 20 Hertz soll so ungefähr weggeschnitten werden. Und jetzt gehen wir auch direkt hier auf die rechte Seite. Was wir jetzt hier vom Kompressor brauchen, sind eigentlich nur zwei Regler, und zwar auf der einen Seite den Threshold-Regler und auf der anderen Seite den Ratio-Regler. Alle anderen Regler müssen wir gar nicht anpacken für unseren Trick, sondern können einfach uns vollkommen auf diese beiden konzentrieren. Also wir regeln für den Trick, regeln wir den Threshold-Regler volle Pulle nach rechts. Und jetzt kommt der eigentliche Trick, also das ist wirklich bekloppt, weil so wird kein Kompressor normalerweise bedient. Wir nehmen jetzt, lassen das Signal ablaufen und nehmen jetzt den Ratio-Regler hier vorne und drehen den so weit hoch, dass du hier unten in der Anzeige bei den LEDs, die rechte Seite zeigt die Kompression an, also wie viel komprimiert wird, dass hier maximal die zweite LED ausschlägt, also die gelbe LED für 6 dB Kompression. Achte das darauf, dass du ungefähr in diesem Bereich bist, weil alles über 6 dB kann natürlich dann auch in Anführungszeichen zu viel sein. Also wenn es gut klingt, ist es nicht zu viel, aber es kann dann schnell zu viel werden. Deswegen achte darauf, dass du hier in dem Bereich zwischen 3 und 6 dB Kompression bist. Dann klingt der eigentlich immer gut. Und das Coole ist bei diesem Kompressor, der im SSL-Kanal so drin ist, dass der eigentlich immer gut klingt, weil der einen Auto-Make-up-Gain drin hat. Das heißt, alles, was komprimiert wird, wird dann tatsächlich von diesem Make-up-Gain, von diesem SSL-Kanalzug wieder aufgefangen. Das Signal wird also nicht einfach nur leiser, sondern es lass dich mal überraschen. Wir machen das Ganze mal. Also wir drehen mal den Regler hier zurück und den hier auch. Und jetzt gucken wir mal, dass wir die Bassdrum so einstellen. Ich lasse sie mal laufen. So, also erstmal den Filter. Split habe ich schon gedrückt. Threshold nach ganz rechts. Jetzt die Magie mit dem Ratio. Einmal im AB-Vergleich. Ha 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 ha.
Ich gebe zu, es ist ein kleines bisschen lauter geworden. Also richtig hundertprozentig funktioniert das Make-up-Gain nicht, aber es klingt trotzdem snappiger, griffiger insgesamt. Und damit wir das auch mal einschätzen können, wie das im Mix funktioniert, machen wir die Snare jetzt einfach mal direkt im Mix. Ne? So solltest du es normalerweise auch einstellen. Also wir lassen mal den Mix mal laufen und machen jetzt einmal einen SSL-Kanalzug auf die Snare drauf und stellen die jetzt genauso ein. Bin gespannt, was du davon hältst. Du kannst es ja mal in die Kommentare reinschreiben. Also los geht's. Mal beide aus. Es ist echt pure Magie. Kein Kompressor wird so eingestellt, aber es klingt einfach und alles, was klingt, ist ja auch richtig. Also deswegen probier es auf jeden Fall mal auf anderen Signalen aus. Es lohnt sich auf jeden Fall mal damit rumzuspielen. Und wenn du den Rest vom Kanal so nicht benutzt, völlig egal. Dafür lohnt sich der Trick alleine schon. Das war sehr einfach einzustellen. Wenn du einen noch einfacheren Kompressor kennenlernen möchtest, dann schau als nächstes in dieses Video hier rein. Da sehen wir uns dann gleich oder im nächsten Video vom Recording Blog Adventskalender. Bis dahin, mach's gut und Yassou!